Hey Ariso, mach mal einen auf Polizei angestellt. Frank, ich mache hier gerade ein Video. Wartest du bitte kurz? Die Akten können warten. Ich muss ein Video machen. Okay. Hey Ariso, mach mal einen auf Polizei angestellt und wenn die dich irgendwie beleidigen oder so, dann drohst du den einfach mit Anzeigen. So, was ist denn jetzt, Frank? Hallo. Hi. Oh, hi. Eine tägliche Kontrolle. Kurze Frage, haben Sie Drogen konsumiert oder sonstiges? Ganz, ganz kurze Pause. Ich möchte nur kurz sagen, ist es nicht einfach nur behindert, dass ich zu jemandem in TS gehe und ihn frage, ob er Drogen konsumiert hat? Ach du Scheiße. Nein. Nein, okay, sehr schön zu wissen, aber da wollte ich nur kurz eben fragen, wieso Ihre Pupillen denn so groß sind und Ihre Augenlider so geschwollen und ihr Augenweiß so rot. Damit ich sie besser sehen kann. Das Problem dabei ist, mein junger Mann, dass dies auf eine Drogenzufuhr hinzuführt und deswegen muss ich jetzt wohl meine Kollegen verständigen. Einen Moment kurz. Bip, boop, 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 boop. Ja, guten Tag, wir haben hier einen jungen Mann, Drogenkonsum, sehr aggressiv, sehr verhaltensauffällig. Bitte schnell kommen, Waffen bereithalten. Ja, danke schön. So, das war's wohl für Sie, mein junger Mann. Das wird also ganz schön böse enden für Sie. Bleiben Sie bitte auf der Stelle stehen und nehmen Sie keine Drogen mehr zu sich. Muss den Rest wegkriegen, okay? Können Sie sich bitte verhalten, normal bitte verhalten. Meine Kollegen kommen gleich und wir bringen Sie nach Hause. Es wird alles in Ordnung, keine Angst. Bleiben Sie ganz ruhig, nicht aggressiv werden. Nein, gar nicht. Bitte entschuldigen Sie, Handy weg, Handy weg! Sonst wird das Mikrofon so aggressiv. Keine Aggressivitäten aufweisen. Ganz ruhig bleiben, mein Mann. Ganz ruhig Ganz bleiben. ruhig. Es hat Ihnen niemand was gemacht. Es wird ganz in Ordnung. Du gehst bald wieder zurück in die Schule. Crystal Meth ist keine Lösung. Ganz cool bleiben. Ja, wenn ich noch in der auf der Schule wäre, würde es vielleicht sogar fast Schulabbrecher, das kriegen wir auch wieder hin. Keine Angst. hinhauen. Das wird wieder in Ordnung. Auf jeden Fall, Drogen sind keine Lösung. Das ist einfach ein Muss. Das haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja. Okay, gut. Können Sie mir den bitte per Post zuschicken? Außerdem wird das dann noch ein Bußverfahren von insgesamt 6.000 Euro Paysafe Card. Es tut mir leid, aber wir müssen da ganz schön viel machen. Wir kriegen das schon wieder hin. Wo wohnen Sie denn? Damit wir sie Arschstelle. heimfahren können. Okay, gut. Für eine Anlügung eines Beamten nochmal 300 Euro Paysafe Card. So. Sagen Sie uns bitte Ihre Adresse, damit wir wissen, wie wir sie heimfahren müssen. Nehmen Sie das bitte ernst. Ich bin nicht nur ein ganz normaler Typ, der NTS gejoint ist und einen auf Polizisten macht. Ich bin echt. Ja, genau. Entschuldigen Sie, nehmen Sie mich gerade nicht ernst. Richtig. Entschuldigen Sie, aber Sie bekommen gleich noch mehr Bußgeld zugeteilt, wenn Sie jetzt nicht ernst werden. Ja. Kommt vor. Werden Sie jetzt zickig? Ja. Entschuldigen Sie, aber dies gibt ein Bußverfahren von Zickigkeit von 320 Euro Paysafe Card. Und ja, jetzt kann ich meine League of Legends Skins finanzieren durch Ihre Fehler. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Aggressivität! Nehmen Sie Ihr Handy weg! Aggressivität! Da kommen meine Kollegen! Jetzt müssen Sie sich hinlegen! Auf den Boden! So, Sie sind festgenommen. Bonus Time. Guten Tag. Hallo. Ich hätte nur eine kurze Frage an euch, ja? Mein Name ist Daniels, ne? Und ich wollte, also ich bin von Roman Van Damme Daniels und ich wollte nur kurz ein paar Fragen über Minecraft stellen. Würdet ihr vielleicht die beantworten? Also hättet ihr da was dagegen? Nee. Ja. Okay, gut. Also ihr seid beide bereit, das hier zu beantworten, ne? Okay, gut. Da haben wir jetzt, ihr spielt, seid beide aktive Minecraft-Spieler. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, und aus Sicherheitsgründen der Jugend möchte ich nämlich kurz ein paar Fragen von Jugendlichen beantwortet bekommen. Und die wären, habt ihr schon mal von Minecraft-Spielen die Epilepsie erlebt? Ja. Sind Sie sich da ganz sicher oder haben Sie einfach nur keine Ahnung, was Epilepsie heißt? Nein. Also ihr habt keine Ahnung, was das heißt. Also doch, das weiß ich. Das ist, dass einem Ja, schwindelig wird und schlecht wird.
Also so Anfälle, wenn einem schwindelig wird. Okay, gut. Also noch keine Epilepsie-Anfälle bekommen durch Minecraft. Nein. Sind Sie sich da ganz sicher? Haben Sie zurzeit keine großen Pupillen oder rote Augen oder so? Okay, gut. Haben Sie schon mal jemals mit Minecraft Aggressivitäten gehabt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Oder Also nicht keine mit Minecraft. Aggressivitäten. Nein. Okay, dann haken wir das ab. Also keine Aggressivitäten und keine Epilepsieanfälle. Okay. Okay. Würden Sie sagen, Minecraft wird aggressiv machend? Nein, Nein. garantiert nicht. Nicht Minecraft. Nein. Weil die Minecraft-Sicherheitsstufe von dem Alter her wird jetzt auf 21 gesetzt, da man hier Schweine töten kann. Und dies ist von der Aggressivitätsstufe 25. Ist das Was Twitch haltet oder? ihr davon? Ja doch, wir haben uns da jetzt mit Mojang zusammengesetzt und jetzt werden halt diese Umfragen gemacht auf jedem TS. Mein Bewohner dort oben im anderen Channel weiter oben befragt auch gerade die Leute. Also wir arbeiten immer zu zweit. Und da wollte ich halt eben diese Fragen stellen. Also es macht nicht, also ihr sagt, es macht nicht aggressiv. Nein, und Okay. ab Garantiert nicht. 21 ist ja unmöglich, also. Also, Oder okay, kurze Frage. Freiheitlich. Da wäre ja Black Ops ab 30, oder Nein, was? nein, 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 nein. Black Ops ist voll in Ordnung. Black Ops Ghost, dort wo die Hunde dazukommen, das wird dann ab 30 sein, denn da kann man dann Hunde töten. Und Hunde töten, das ist schon was ganz Hartes. So, letzte Frage. Haben Sie nach einer Spielpartie Minecraft Lust auf Käsequark? Nein? Nein, eigentlich nicht so. Haben Sie schon mal Käsequark gegessen? Nein. Nee. Auch nicht von Exquisa? Keiner schmeckt mehr so wie dieser.